Na gut, wo gehen wir als nächstes hin? Hier haben wir gerade eine schöne Kneipenschlägerei hinter uns. Gucken wir doch mal dahin. Ein Lagerhalter. In dem großen Gebäude herrscht reger Betrieb. Ständig werden Güter hinein- oder hinausgetragen. Oh, da kann man bestimmt was abgreifen. Hinter dem Tor steht ein Mann mit Händen in den Taschen, der Anweisung erteilt. Okay. Als er euch sieht, herrscht er euch an. Verschwindet hier, ihr seht doch, was ich zu tun habe. Das ist eben nicht zu sehen, Faulpelz. Der Mann schaut euch ungläubig an und winkt dann vier seine Helfer herbei. Werft sie hinaus, aber seid nicht zusammen mit ihnen. Na gut. Du gehst gleich mal den da abfangen. Wir stehen hier recht ungünstig für unsere Fernkämpfer. Du lauf mal in die Richtung. Wie unerreichbar. Ach so, da sind die im Weg. Ja, sie kommt hier gar nicht raus. Ah, gut. Dann halt abwarten. So, Tirik, mach mal Platz. Du kannst da erstmal hingehen. Und nee, noch besser dahin. Da kannst du nächste Runde hinter ihn gehen und der andere greift dich dann hoffentlich von der Seite an. Dann haben die Elfen ein bisschen was zum Schießen. Oh, Mürrim kann jetzt schon. Ah, umso besser. So, da kommen die Elfen auch nicht ran. Du bleibst da stehen. Du bist immer noch überladen. Wir haben mich schon wieder vergessen, die Gulmer und Blätter zu essen. Das kann da nicht angehen. Aber na gut. Das kriegen wir auch ohne Aufputschmittel hin. Du... Geh mal dahin. Ah, das passt doch. So, du schießt wieder den an. Yalin schießt ihn vor, Tirik an. Und so dürften wir eigentlich relativ schnell vorankommen. Vor allem, wenn er so gute Treffer landet wie eben gerade. So, Gwendolyn, schleich dich mal langsam Richtung Gerugons Gegner. Ein Schadenspunkt. Also ja, vielleicht sollten wir echt auf den Zweihänder umsteigen. Der macht ein wesentlich mehr Schaden, aber er trifft halt noch seltener. Aber wir brauchen nicht wirklich einen Tank, oder? Also primär war ja die Idee, unsere Nahkämpfer, Tirik, Gerugon und Gwendolyn, sind eigentlich nur dazu da, die Gegner an sich zu binden. Und dann kümmern sich halt die Elfen mit ihren Fernkampfwaffen und im Ernstfall halt Talana mit ihrer Magie um die Gegner. Aber bei Tirik läuft das so gut mit der Axt, dass ich echt versucht bin, auch Gerugon mit dem Zweihänder rumlaufen zu lassen. Denn halten wir zwar weniger aus, in Anführungszeichen, aber es dürfte eigentlich immer noch reichen. Weil bisher sind wir noch nie wirklich in Bedrängnis gekommen, was die Lebenspunkte anging. Also höchstens mal Gwendolyn, aber die trägt ja eh nur Lederklamotten. Das ist denn ja auch verständlich. Oh. Also ja, in der nächsten Stadt gucken wir uns wieder nach dem Zweihänder um. Die Werte, wie gesagt, nicht so gut, aber dafür doppelter Schaden. Das müsste vertretbar sein. Und wir hatten irgendwo mal einen Waffenhändler gesehen, der Tutsacker hieß. Mit etwas Glück. Jetzt ist Gwendolyn gerade um Gerugon rumgelaufen, weil sie dachte, das wäre der Gegner. Also ja, mit etwas Glück verkaufen die da auch einen Tutsacker. Ein Tutsacker ist nämlich ein etwas imposanteres Zweihandschwert, wenn ich mich recht erinnere. Das war aber, glaube ich, nördlich des Gebirges. Also da kommen wir jetzt gerade gar nicht durch. Ist natürlich nicht so schön. Aber das eilt ja auch nicht. So, du, dahin. So, du piekst bitte nicht, Gerugon. Du gehst dahin. Du schießt wieder den an. Und dann müssten wir hier auch gleich soweit fertig sein. Mal gucken, was hier drin ist. Weil wenn das die Lagerhalle von den ganzen Piraten ist, dann müsste hier doch eigentlich einigermaßen was zu finden sein. Also bestimmt jede Menge Proviant und Alkohol und dergleichen, aber vielleicht auch das ein oder andere magische Kinkerlitzchen, das sie auf ihren Beutezügen erwischt haben. So. Da. Dazu müssten die beiden jetzt nur noch schnell sterben. Aber irgendwie tun die uns den Gefallen nicht. Ah doch, dafür flieht einer. Das ist doch auch okay. Fliehst du auch? Na, dich lassen wir gar nicht fliehen. Die schießen wir gleich nochmal an.
Nee, komm, Gwendolyn, du bleibst da stehen. Die drei Bewegungspunkte bringen gar nichts. Du triffst ihn für 1. Das ist ja auch komisch. Du stellst dich mal da in den Weg. Abwarten, abwarten. Und er flieht. Sehr schön. Nein, das ist ein Job für Elfen. Dahin. Und zack. Sehr schön. Wir haben jede Menge Waffen und Schnaps. Und das war's. 12 Abenteuerpunkte. Und was haben wir hier? Oh ja, jede Menge Werkzeug. 3 Brecheisen, 3 Strickleitern, Kletterhaken, Flötendecken, Zunderkästchen, Lauten, Fackeln, Seile und Glasflaschen. Das Einzige, wo ich etwas versucht wäre, es mitzunehmen, sind die Seile. Aber das auch nur, weil letztes Mal Talana als Einzige runtergepurzelt ist. Das ist doch recht unwahrscheinlich, dass das nochmal so passiert. Also nehmen wir nichts mit. No, was zur Hölle? Wir waren gerade mit Plündern fertig und schon kam irgendwie Verstärkung. Das ist ja auch nicht schlecht. So, du dahin. 5 Mann, das ist machbar. Du stellst dich vor denen. Auch wenn ich jetzt gerne einen Flächenzauber hätte. Du wartest mal ab, dass die ein bisschen weiter reinkommen. Weil wenn wir da jetzt sofort vorstürmen, dann haben die Elfen gar keinen Platz mehr. Du schießt auf den. Du gehst dahin und schießt auf den Streuner, der anscheinend der Anführer ist. Also zumindest sieht es etwas so aus. Du schießt auf den. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt haust du auf den da. Gwendolyn geht gleich zu dem vor Mürrem. Und Tirik, was macht Tirik? Oh, Tirik ist vor Gwendolyn dran. Umso besser. Dann haust du doch mal dem in die Seite. Ah, und da war noch mehr Platz. Okay. Das ist für mich manchmal ein wenig schwer einzuschätzen, wo die Gegner noch durchkommen können und wo nicht. Aber das hat ja ganz gut geklappt soweit. Und Gwendolyn trifft sogar mal. Sehr schön. Du musst etwas Abstand nehmen. Und da fällt mir gerade auf, wir haben niemanden, um die Oberen zu binden. Die kommen den Elfen doch beträchtlich nahe. Wir könnten jetzt Tirik dahin stellen, aber der blockiert wieder den Weg. Das will ich ja gerade nicht. Okay, wir warten jetzt, bis die Piraten den Elfen noch etwas näher gekommen sind. Dann fällt Tirik in den Rücken, die Piraten drehen sich hoffentlich um und die Elfen können ungestört weiterschießen. Das klingt doch nach einem Plan. Also du schießt so lange noch. Jetzt müssten die eigentlich, wenn sie gleich dran sind... Oh, oder sie greifen gleich Tirik an. Das ist natürlich noch besser. Ich schmeiß mal ganz kurz Computerkampf an. Aber nur solange die Elfen noch freie Schussbahn haben. Klappt ja soweit ganz gut. Talana mischt sich jetzt auch ein, aber die dürfte nicht zu viel abbekommen. Selbst wenn der Pirat sich umdreht, ist nur einer. So, der Streuner hat jetzt schon... Ah, ich wollte gerade sagen, der Streuner hat bestimmt schon 4-5 Pfeile abbekommen. Der müsste bald fliehen. Und hat er auch. Sein Kumpel ist auch gleich tot umgekippt. So, jetzt übernehme ich mal kurz das Ruder. Positioniere die Elfen neu. Nimm. Du schießt auf den. Ah, genau das meine ich. Ich hätte gedacht, man könnte da hingehen, weil die Holzwand so zwischen den beiden Feldern ist. Aber dem ist nicht so. Na gut, dann stell dich doch mal hinter den hier. So, jetzt können wir den Computerkampf anmachen. Und mal gucken, ob wir jetzt hier rauskommen oder ob gleich noch eine Welle von denen kommt. Was ich aber allgemein ein wenig komisch finde, dass dieses Lagerhaus so gut bewacht ist. Das ist hier wirklich nur Werkzeug anscheinend hier drin. Also bei dem Gebäude von dem Hauptmann habe ich es ja noch verstanden, dass die Wachen da immer wieder kommen. Es wäre ein wenig skurril, wenn die Wachen da umgebracht werden können und keiner kümmert sich darum. Aber hier so ein einfaches Lagerhaus. Na gut, der flieht. Talana stellt sich schön in den Weg. Der wird wohl wegkommen. Na gut, wir haben Waffen, Schnaps. Das Übliche halt. Und 18 Abenteuerpunkte.
So. Die Kampfmusik ist komischerweise immer noch an. Und wir haben jetzt hier oben alles leer geräumt. Wie schaut es eigentlich mit den Pfeilen aus? 32, 28, ja, sehr schön. Dann kann jetzt doch jeder mal ein Gulmon-Blatt essen. Also die Nahkämpfer natürlich, um mehr Schaden zu machen, aber auch die Fernkämpfer, um genug Bewegungspunkte zu haben. So, du hast schon, du kriegst auch noch einen, genau, gleich zwei Bewegungspunkte mehr. Du auch, fehlt eigentlich nur noch Talana, aber die braucht das nicht wirklich. So, nächstes Gebäude. Nehmen wir gleich nochmal so ein rosanes. Oder nee, das blaue da. Das sticht auch so ein wenig heraus und dann haben wir schon mal den ganzen oberen Bereich hier abgedeckt. Eine Wache. Vor dem Eingang einer Höhle, der durch eine dicke Tür verschlossen ist, stehen zwei sehr aufmerksame Wachen. Du wirst schon von Weitem bemerken. Als ihr nur etwa 20 Schritt entfernt seid, ruft einer der Wachen: Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Eine Höhle. Ist hier irgendwo der Schatz versteckt? Nee, wir wissen ja, dass dem nicht so ist. Was sollen wir schon wollen? Offensichtlich Prügel. Oder könnt ihr mir einen anderen Grund für euren Ton nennen? Könnt ihr einen für euer Gesicht nennen? Eure Neugier soll befriedigt werden. Los, Leute, zeigen wir ihnen, was sie wissen wollen. Leute ist also ein Zwei-Mann-Trupp. Ist irgendwie nicht sehr bedrohlich. Aber die kriegen bestimmt noch Verstärkung. Also sollten wir versuchen, die ganz schnell auszuschalten. Kampf, Fulmen, auf den. Nimm. Sie hätte doch ein Gulmon-Blatt essen sollen. Dann hätte sie jetzt vielleicht genug Bewegungspunkte, um noch zu zaubern. Du stellst dich mal an die Seite. Und du läufst dahinter. Du dahin und probierst. Also hier stehst du auch Dingens im Weg. Na gut, hilft nichts. Zaubern, Kampf. Fulminictus auf den. Setzen wir jetzt die Karten auf Tirik oder auf die Elfe? Also Tiriks Axt ist zwar gut, aber ich denke nicht, dass sie mit Pfeil und Bogen oder einem Fulminictus mithalten kann. Also machen wir es so rum. Du schießt jetzt auf den. Du gehst außen rum und haust dem in den Rücken. So, Gwendolyn haut dem in die Seite. Reicht das an Astralenergie für noch einen Fulminictus? Ich denke nicht. Also schießen wir lieber. So. Die haben jetzt viel zu viel Zeit gehabt. Also ich denke mal, wenn Verstärkung kommt, kommt die nächste Runde. Stell dich mal näher ran. So. Komm schon. Lass die Würfel gut fallen. Ja, 8 Trefferpunkte mit Gerugon. Das ist doch mal gut. Du dahin und komm schon. Tirik. Ordentlicher Treffer. Aha. Kippt schnell um. Kippt schnell um. Gut, der erste flieht. Abwarten. Draufschießen und Myrrhe macht gleich den Elfentanz. Ah, sehr schön. Dann macht Myrrhe nicht den Elfentanz, sondern schießt dem da in den Rücken. So. Nichts Besonderes dabei, 6 Abenteuerpunkte und schön. Also, ja, eigentlich schön. Obwohl, wir sind ja langsam doch ein wenig knapp bei Kasse. Das heißt, wir sollten die Sachen doch noch mitnehmen. Meine Augen sind hier auf die Schuppenpanzer, auf das Plattenzeug und die Kröten heute gefallen. Die sind ja doch ein bisschen was wert. Okay, wir nehmen 3 Schuppenpanzer mit. Nehmen 3 Plattenzeug mit. Und wo wir gerade dabei sind, nehmen wir auch die Schwerter mit. Wir nehmen einfach alles mit, was wir tragen können. Oh, Verstärkung.